Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch über wie beginnt man mit Windelfrei reden. Ich möchte über die Signale und die Zeitpunkte, an denen man am besten abhält, reden und hoffe, dass ihr damit einen leichten Einstieg in Windelfrei findet. Wir haben mit Windelfrei direkt nach der Geburt unserer Tochter begonnen. Das heißt, am allerersten Tag haben wir bereits versucht, das Meconium aufzufangen. Beziehungsweise ich habe das versucht, weil ich die Nacht allein im Krankenhaus verbringen musste. Mein Mann durfte leider nicht bei mir übernachten. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Da werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video drauf zu sprechen kommen. Bei Windelfrei habe ich ja schon ein bisschen davon erzählt, dass es verschiedene Signale gibt und Zeitpunkte, zu denen man sinnvollerweise abhält. Und einer dieser Zeitpunkte ist, wenn das Kind gerade frisch aufgewacht ist. Bei uns ist ja auch normalerweise so, beziehungsweise die meisten Erwachsenen müssen nach dem Schlafen auch normalerweise auf Toilette. Und bei den Babys ist das nicht anders. Insofern habe ich auch im Krankenhaus schon versucht, sobald meine Tochter aufgewacht ist, sie abzuhalten. Ich war dann extrem stolz, als ich das Meconium aufgefangen habe. Das nennt sich auch Kindspech. Ich finde die Bezeichnung aber nicht so schön, auch wenn die Konsistenz Pech schon sehr ähnlich kommt. Naja, und ich war so stolz, als ich dieses Kindspech dann aufgefangen hatte in einer Glasschüssel. Denn im Krankenhaus habe ich eine Glasschüssel dabei gehabt, die kann man gut reinigen und die konnte ich halt auch bei mir am Bett stehen lassen. So. Welche Signale gibt es denn ansonsten? Also natürlich, ein Kind wacht auf, dann ist immer geeignet, das Kind abzuhalten. Ein richtiges Signal ist das natürlich nicht. Signale wäre eher, wenn das Kind beim Stillen zum Beispiel plötzlich ständig abdockt und immer wieder die Brustwarze loslässt. Oder auch, wenn es sich im Schlaf so anspannt und ein bisschen windet, dann ist das normalerweise auch ein Zeichen, dass das Kind auf die Toilette muss, weil Kinder nicht einfach so laufen lassen normalerweise, sondern dazu schon ein bisschen aufwachen und in dem Fall dann auch einfach sofort abhalten. Ein anderes Signal wäre, wenn das Kind dann tendenziell auch schon ein bisschen älter ist und eben am Boden sitzt oder liegt und normalerweise da friedlich spielt, wenn es dann plötzlich unruhig wird, wenn es bestimmte Laute von sich gibt, da muss man als Eltern einfach ein bisschen aufmerksam sein, was das für Laute sind. So, weiter geht's. Hoffentlich jetzt ohne Störung. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also ich war vorhin bei den Lauten, die ein Zeichen dafür sind, dass das Kind auf die Toilette muss. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Am besten ist es, wenn ihr für euer Kind rausfindet, was dessen persönlichen Zeichen sind. Dafür haben wir zum Beispiel am Anfang ganz häufig gemacht, dass wir unsere Tochter auf eine wasserdichte Unterlage gelegt haben und einfach nackt gelassen haben. Bei uns ist es natürlich in der Wohnung auch recht warm, sodass es kein Problem ist, das Kind auch mal eine Zeit lang nackt zu lassen, beziehungsweise vielleicht nur einen Pulli an. Da muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob man solche Möglichkeiten hat. Aber das ist extrem praktisch, weil du kannst tatsächlich in Ruhe beobachten, welchen Rhythmus hat mein Kind, wann muss es auf die Toilette, was macht es, also verzieht es vielleicht vorher das Gesicht, macht es irgendwelche Laute. Wobei ich auch beobachtet habe, dass das variiert. Und zwar, wenn mein Kind eine Windel anhat, dann signalisiert es deutlicher. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht so gerne in die Windel macht, während wenn sie nackt ist, die Ausscheidungen ja vom Körper weg sind und ihre Erfahrung vermutlich auch ist, dass ich das ja dann normalerweise recht zeitnah entferne und sie nicht in ihren Ausscheidungen liegen bleiben muss. Insofern sind ihre Signale dann etwas undeutlicher. Trotzdem ist es eine total spannende Beobachtung, allein schon vom Rhythmus her zu gucken, okay, wie oft muss es denn vormittags, wie oft muss es nachmittags. Dann habe ich auch festgestellt, dass sie normalerweise zum Beispiel nach dem Stillen ziemlich zeitnah auf die Toilette musste. Das wird aktuell ein bisschen weniger, jetzt wo sie ein bisschen älter ist. Da muss sie nicht unbedingt nach dem Stillen. Aber als sie noch ganz klein war, da war das ganz klassische Situation. Einfach nach dem Stillen, auch wieder so ein typischer Zeitpunkt zum Abhalten, genauso wie eben nach dem Aufwachen. Wenn sie nicht sowieso beim Stillen irgendwie unruhig wird und anfängt sich zu winden, das habe ich ja vorhin schon erzählt, dann ist natürlich sowieso so, dass man auch während des Stillens dann unterbrechen sollte und das Kind einmal abhält.
Oder, was viele Leute tun, beim Stillen einen Topf unter das Kind halten. Das war mir allerdings immer ein bisschen zu aufwendig, weil da musst du sowieso schon das Kind hantieren. Und gerade am Anfang, wenn ihr noch nicht so eine richtige Routine gefunden habt und auch das Kind ja erstmal trainiert werden muss, an der Brust zu trinken, dann auch noch einen Topf irgendwie darunter zu manövrieren. Und gerade so ein ganz kleines, neugeborenes Kind, was doch ein bisschen zerbrechlicher ist, bei dem man dann auch genau aufpassen muss, wie man es hält, dann auch noch mit einem Topf zu hantieren, war mir zu kompliziert. Für viele funktioniert das aber. Für uns hat es besser funktioniert, dann einfach zu sagen, okay, wenn sie offensichtlich gerade nicht konzentriert trinkt, dann nehme ich sie von der Brust weg, halte sie ab und kann sie ja danach nochmal anlegen. Genau, weitere Zeichen wären dann zum Beispiel, dass Kinder sich manchmal in den Schritt fassen. Unsere Tochter hat das nur beim Abhalten gemacht. Das heißt, es war kein Zeichen, um zu erkennen, dass sie auf die Toilette muss. Es war eher so, dass wenn wir sie schon abgehalten haben und sie dann tatsächlich pinkeln musste, dann hat sie mit ihrer Hand da in die Richtung gefasst, hat manchmal irgendwie drauf geklopft oder so. Manche Kinder machen das aber wohl schon auch vorher. Wobei es auch beim Abhalten praktisch ist. Denn ganz am Anfang, wenn man noch nicht so eine Routine hat und das Kind auch erstmal daran gewöhnt werden muss, abgehalten zu werden, dann ist so, dass das Kind ja erstmal erfahren muss, okay, wenn ich in dieser Position bin und meine Mama dieses Geräusch macht, dann darf ich mich entspannen, loslassen und Pipi machen. Und insofern ist so, dass es für uns aber gut war zu sehen, okay, wenn sie sich eben entsprechend irgendwie in den Intimbereich fasst, dann wissen wir, okay, sie muss auch tatsächlich auf die Toilette, weil es braucht am Anfang ein bisschen Geduld. Am Anfang hält man sein Kind ab und macht das Geräusch und dann dauert es doch eine Weile. Nach wenigen Tagen wird das aber deutlich besser. Nach wenigen Tagen schon weiß das Kind, okay, diese Position und das Geräusch bedeutet, jetzt darf ich mich entspannen, jetzt darf ich loslassen. Also da war dann schon so ein erster Sprung und dann, keine Ahnung, nach nochmal 2 Wochen vielleicht, war dann auch tatsächlich so, dass sie im Prinzip sofort losgelassen hat, man auch gar nicht mehr groß lange warten musste. Das war dann schon sehr befriedigend, weil am Anfang ist dann schon manchmal so, du bist dir unsicher, musste sie wirklich auf die Toilette, habe ich das Signal richtig gedeutet? Und dann eben immer länger warten zu müssen, ist doch ein bisschen langatmig manchmal. Naja, genau. Und was es noch gibt, ist die Intuition. Das habe ich am Anfang immer so ein bisschen abgetan, dachte mir so, ja, okay, gut, Intuition für die Ausscheidung meines Kindes. Ja, ob das wirklich so ist, ob ich das wirklich so lernen kann, vielleicht ist das eher was für, keine Ahnung, sensiblere Frauen oder sowas, aber nicht für mich. Inzwischen ist aber schon manchmal so, dass ich merke so, oh, irgendwie denke ich plötzlich, sie müsste mal auf Toilette oder ich denke plötzlich, oh, war schon lang her. Und wenn ich in dem Moment dann sie abhalte, dann ist es auch meistens genau richtig und sie muss dann tatsächlich aufs Klo. Gerade beim großen Geschäft ist das bei mir eher eine intuitive Sache, als dass ich heute, also mittlerweile noch groß auf die Zeichen warte. Ich weiß auch nicht genau, wann es sich abgelöst hat. War vermutlich so nach 3 Monaten oder so, dass ich tatsächlich beim großen Geschäft hauptsächlich intuitiv wusste, wann ich sie abhalten muss. Aber ja, es ist trotzdem eine sehr befriedigende Sache, weil es natürlich nochmal einfacher ist, wenn du einfach auf dein Gefühl vertrauen kannst und deswegen dann auch sehr schnell richtig handelst. So, unterwegs haben wir sie ja immer Tragetuch. Und das ist tatsächlich für uns eine super entspannte Möglichkeit, sie abzuhalten, weil im Tragetuch signalisiert sie extrem deutlich. Sie möchte sich nicht ihr Nest beschmutzen und vermutlich auch nicht uns als Eltern anpinkeln. Insofern ist so, dass sie dann, manchmal machen wir das als Erwachsene ja auch, dass wir so ein bisschen uns verkrampfen und vielleicht die Beine zusammenpressen, wenn wir dringend aufs Klo müssen. Und bei ihr ist auch so, dass sie dann ihre Beine ein bisschen zusammendrückt oder wenn sie wach ist, also im Schlaf drückt sie die Beine zusammen, dann wissen wir, okay, wir nehmen sie raus und halten sie ab und dann funktioniert es auch immer super schnell. Oder wenn sie eben wach ist, dann ist es eher, dass sie sich schon windet, sich nach hinten versucht zu lehnen oder so. Und da dachte ich am Anfang manchmal so, oh, was hat sie denn jetzt gegen das Tragetuch? Aber tatsächlich ist es normalerweise dann einfach nur, sie muss aufs Klo und danach ist sie auch wieder glücklich im Tragetuch. Und sie möchte halt, wie gesagt, nicht so gerne uns beschmutzen, beziehungsweise natürlich hat sie ein Backup an und trotzdem ist es, glaube ich, auch ihr wohliges, geborgenes Nest, in dem sie da im Tragetuch bei uns auf die Brust gebunden ist und da möchte sie vermutlich nicht so laufen lassen. Genau, wenn das Kind älter ist, dann ist natürlich die Hoffnung, dass es das nochmal anders kommuniziert.
Und zwar irgendwann anfängt, entweder euer Geräusch zu machen, was ihr beim Pinkeln, beim Abhalten macht, oder auch zur Toilette läuft, wenn ihr einen klassischen Ort habt, an dem das Kind auf die Toilette muss, beziehungsweise hinkrabbelt. Bei uns ist so, dass wir beobachtet haben, dass sie momentan sich gerne hinstellt. Also wir haben sie aktuell auch relativ viel nackt, weil sie momentan in einer bisschen schwierigeren Phase ist und nicht so gerne aus dem Spiel bzw. aus dem Krabbeln, Hinstellen rausgerissen werden möchte zum Abhalten. Insofern haben wir gesagt, okay, wir haben sie jetzt einfach häufig nackt bzw. nur obenrum bekleidet und dann wische ich die Pfütze einfach schnell auf. Tatsächlich haben wir dann beobachtet, okay, sie mag das gar nicht, im Sitzen zu pinkeln und dann im Prinzip ja auch direkt sich nass zu machen, sondern viel lieber krabbelt sie irgendwo hin, wo sie sich hochziehen kann, stellt sich breitbeinig hin und lässt dann laufen. Was natürlich echt praktisch ist, wenn du das gerade siehst, dann kannst du direkt die Pfütze wegwischen, sie setzt sich nicht rein und das ist tatsächlich ziemlich unkompliziert. Also für mich ist das mittlerweile auch ein Signal geworden, dieses, wenn sie sich hinstellt, dass ich dann auch gucke, dass ich sie hochnehme und vielleicht woanders hinstelle, wo sie einfach laufen lassen kann und ich nichts wegwischen möchte, also wegwischen muss. Also insofern zum Beispiel auf die Klobrille zu stellen oder in die Badewanne oder sowas. Da ist das dann alles nicht so ein Ding. Genau. Ja, gut, kommen wir jetzt nochmal zum Thema, wie beginne ich damit? Ich habe ja am Anfang des Videos schon gesagt, wann wir angefangen haben. Und das war ja bei uns schon im Krankenhaus, in dem wir versucht haben, Meconium aufzufangen, beziehungsweise natürlich auch Pipi. Das war aber am Anfang schon noch ein bisschen schwieriger. Und grundsätzlich kann man sagen, zum Beginn bei Windelfrei ist wichtig, dass man erstmal ganz in Ruhe schaut, den Rhythmus des Kindes kennenzulernen. Das habe ich vorhin ja schon gesagt, dass es total praktisch ist, wenn man das Kind einfach nackt lässt und dann ein bisschen beobachtet. Außerdem ist es sehr gut, wenn ihr ganz entspannt seid und nicht den Anspruch habt, jetzt jede Windel trocken zu halten, sondern wirklich in Ruhe sagt, es werden so viele Windeln nass, wie eben notwendig sind und ich nehme es einfach immer als Erfolgserlebnis und verbuche es als, hey, cool, habe ich geschafft, wenn ich dann einmal das Pipi abfange. Und das ist am Anfang super motivierend. Du bist wirklich bei jedem Mal, wenn das Kind erfolgreich in das Töpfchen oder übers Waschbecken abgehalten wird, ist man extrem motiviert, weiterzumachen. Naja, dann ein weiterer Punkt ist, dass man verschiedene Orte mal ausprobiert und verschiedene Positionen. Zu den Positionen werde ich auch nochmal ein Video machen. Und zu schauen, was einem liegt und an welchem Ort man sich auch wohlfühlt. Wie gesagt, für uns war das am Anfang dann eben viel das Waschbecken, heutzutage dann doch auch häufiger mal die Toilette, gerade wenn es ums große Geschäft geht, weil das dann entspannter wegzuspülen ist. Aber Waschbecken, weil das halt einfach eine angenehmere Höhe hatte. Und dass man einfach für sich schaut, was ist für mich der richtige Ort, was ist für mich die richtige Position, in welcher Position habe ich den Eindruck, ich habe mein Baby gut im Griff. Gerade das Neugeborene hält man noch mal ein bisschen anders, weil da musst du den Kopf natürlich besser unterstützen als ein etwas älteres Kind. Genau, und ein anderer Punkt ist, ich habe vorhin schon mal über die Geräusche geredet und mir ist aufgefallen, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was das damit auf sich hat. Und zwar, es eignet sich beim Abhalten immer ein bestimmtes Geräusch zu machen, damit das Kind weiß, okay, jetzt darf ich mich entspannen, jetzt darf ich loslassen. Manche Eltern gehen sogar so weit und machen auch vorm Abhalten schon eine bestimmte Handbewegung. Also beispielsweise machen sie diese Bewegung und dann soll das Kind visuell eben entsprechend auch gezeigt bekommen, okay, jetzt darfst du pinkeln. Wir haben uns gegen diese Bewegung entschieden, weil für uns war das einfach dann doch manchmal ein bisschen schwierig unterzubringen, okay, wann soll ich jetzt genau eine Handbewegung machen, weil man meistens am Anfang dann doch mit beiden Händen voll involviert ist, wenn man das Kind gerade abhalten möchte. Wir haben uns dann einfach nur für ein Geräusch entschieden, das funktioniert für uns auch sehr gut und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sucht euch einfach etwas aus, womit ihr euch wohlfühlt und was vor allen Dingen im Alltag auch nicht noch für viele andere Sachen verwendet wird. Wir haben uns zum Beispiel für Sch entschieden. Und da ist natürlich das Problem, dass viele Leute den Laut bzw. einen ähnlichen Laut auch dafür verwenden, das Kind zu beruhigen. Das ist natürlich nicht besonders geeignet, weil das Kind dann, wenn man es beruhigen möchte, auch denkt, okay, jetzt soll es pinkeln. Insofern, wenn ihr es schafft, das nicht zum Beruhigen zu verwenden, dann ist das zum Beispiel ein super Geräusch. Manche Eltern suchen sich auch etwas aus, das wirklich im Alltag nicht groß vorkommt, wie Strululululu oder andere machen einfach Zzzz. Da muss jeder für sich schauen, womit fühlt man sich wohl. Und für uns war es eben Sch.
Genau, also nochmal ganz kurz zu den Orten. Und zwar, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein paar Sachen schon erwähnt: Badewanne, Toilette, Waschbecken. Manche Leute mögen es aber auch, das Kind auf eine Windel tatsächlich pinkeln zu lassen. Da sehe ich nicht so den Sinn drin, weil dann muss ich die ja doch wieder waschen. Aber für manche ist es einfacher, weil sie einfach im Sitzen die Windel sich auf den Schoß legen und das Kind dann darauf abhalten. Oder eben Töpfchen, was auch für uns natürlich immer gut funktioniert, ist draußen irgendwelche Grasstreifen oder im Wald irgendwo hin. Und ganz viele Leute sagen, okay, das Kind muss dann warm gehalten werden. Also manche würden dann vielleicht sogar nur unter so einer Wärmelampe oder so das Kind abhalten, weil es ja in dem Moment dann zumindest mal halbnackt ist. Meiner Erfahrung nach ist das nicht so wichtig, wenn jetzt nicht eure Räume vielleicht extrem unterkühlt sind, aber im Normalfall ist ja dann doch so, dass man irgendwie eine Raumtemperatur von 20 Grad hat. Und das hat für unsere Tochter auf jeden Fall gereicht. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass wir da gar nicht so ein Primborium drum gemacht haben, sie abgehärtet wurde wahrscheinlich. Sie hat sich nie über die Temperatur beschwert. Insofern dachten wir uns, okay, sind wir auf der sicheren Seite. Sie wird es uns schon sagen, wenn es ihr zu kühl ist. Und es ist ja dann doch auch nicht so langwierig. Insofern war es für mich einfach mehr Stress, dann zu gucken, okay, wo habe ich es besonders warm, damit sie bloß nicht irgendwie friert. Ich habe das dann einfach als, ja, entspannt, sie wird es mir sagen, im Zweifel genommen. Und klar, wenn ihr beobachtet, dass euer Kind auffällig viel schreit, wenn ihr es auszieht, dann kann man natürlich schon auch mal ausprobieren, wie ist es denn, wenn ich eine Wärmelampe verwende oder an einem wie viel wärmeren Ort irgendwie bin, dass man zum Beispiel das Bad immer aufheizt und dann das Kind immer dort abhalten würde. Probiert es einfach aus, guckt, womit ihr euch wohlfühlt, was gut für euch und euer Kind ist. Für uns war das tatsächlich eben nicht so ein Ding, es wäre eher ein Stressfaktor gewesen, da jetzt auch noch eine weitere Komponente zu berücksichtigen. Insofern haben wir einfach gesagt, okay, es ist ja doch relativ kurz und man muss dazu sagen, unsere Tochter ist im Herbst geboren. Das heißt, wir haben sie im Winter beim Wandern auch wirklich draußen im Schnee abgehalten. Natürlich haben wir sie nicht in den Schnee gesetzt, aber wir haben sie ausgezogen, kurz abgehalten und dann wieder angezogen. Das hat ihr auch nichts ausgemacht, weil das ja doch einfach auch kein besonders langer Kältekontakt ist. Schaut, wie ihr euch wohlfühlt und macht das dann genauso. Und genauso ist es richtig. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video einen Einblick bekommen, wie kann man anfangen mit Windelfrei. Ich hoffe, ich habe auch keine wichtigen Signale oder Zeitpunkte, die man zum Abhalten eben nutzen kann, vergessen. Falls doch und euch fällt was auf, dann schreibt es mir doch bitte auch unten in die Kommentare. Oder wenn ihr weitere Fragen habt, ich bin immer offen, ich werde versuchen, alles zu beantworten. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!